bin Steve, bin 27 Jahre und bin von Beruf Rettungssanitäter. Und zwar habe ich die Krankheit Hyperhidrose. Das ist übermäßiges Schwitzen. Und leider Gottes schränkt mich das im Alltag ziemlich ein. Füße, Hände, Achseln. Sobald ich keine Socken anhatte, fing es Schwitzen an. Unkontrolliert, unabhängig von Emotionen, unabhängig von Situationen, Alltag, Wetter. Das ist leider ein Problem. Steve Pinter aus Somborn leidet seit 14 Jahren an dieser Krankheit. Lange hat er versucht, es zu verstecken, darunter gelitten. Jetzt möchte der Rettungssanitäter aufklären, um anderen mit diesem Problem zu helfen. Es ist ziemlich problematisch im Berufsalltag dann auch, gerade wenn es dann darum geht, Handschuhe anziehen. Sobald ich einmal Handschuhe anhatte und geschwitzt hatte, komme ich da auch nicht mehr rein. Ich habe früher, als ich das dann gemerkt habe, als dann so die ersten Mobbing-Kommentare kamen von wegen eklige, schwitzige Hände und Co., habe ich halt versucht, tatsächlich die Hände einfach nicht mehr zu geben. Klar, man zählt dann als unfreundlich, aber man musste sich einen Weg suchen. Entweder man ist unfreundlich, weil man keine Hand gibt, oder man ist, ich sag mal, unfreundlich, weil man jemandem die schwitzige Hand gibt, ja. Für Steve Pinter ist die Krankheit ständig allgegenwärtig. Wir unterhalten uns erst wenige Minuten miteinander, entspannt und im Schatten. Jetzt gerade ist es leicht warm, ich fange an den Händen an zu schwitzen. Ganz schlimm sind die Achseln. Man sieht, das T-Shirt fängt langsam an, nass zu werden. Und dabei sitze ich nur hier und habe fast gar keine Aktivität mehr. Das ist Wahnsinn. Angefangen hat das übermäßige Schwitzen in seiner Jugend. Helfen kann ihm zunächst jedoch niemand. Generell, die Ärzte haben erstmal gesagt, ja, das wäre ein psychisches Ding, ich soll mich nicht so unter Druck setzen. Und dann hat sich relativ schnell herausgestellt, dass das eben nicht so war. Spätestens als dann der Hautpilz am Oberkörper war, bis teilweise runter zu den Lendenwirbeln. Der 27-Jährige probiert vieles aus. Kernseife, spezielle Deos, Wechselstromtherapie. Doch nichts lindert seinen Schweißfluss. Das übermäßige Schwitzen birgt auch Gefahren. Mit nackten Füßen auf Fliesen laufend ist er bereits mehrfach fast ausgerutscht. Schlimm ist es dann, wenn man Flipflops, gutes Beispiel, anhat. Man rutscht regelrecht rum. Also Flipflops tragen ist nicht. Zumal, wenn man Flipflops trägt, ist es dann immer so, dass sich durch diese Feuchte und durch dieses Reiben der Fuß einfach wund wird. Irgendwann funktioniert es einfach nicht mehr. Ich persönlich habe mir das Knie verdreht, weil ich nachts in der Bettdecke hängen geblieben bin, weil eben der Fuß feucht war, und habe mir damit den Innenmeniskus kaputt gemacht und das Kreuzband. Mehrfach täglich duschen, ständig die Kleidung wechseln, Wunden eincremen. Der Somborner leidet und zieht sich immer mehr zurück, denn auch in seinen früheren Partnerschaften erhält er keinen Rückhalt. Und dann irgendwann war es eigentlich klar, dass wenn mein Partner es nicht versteht, ich halt einen separaten Weg gehen muss, weil ich in der Beziehung sollte es auf Verständnis ankommen und auch vielleicht auch sogar dem Partner helfen. Vor anderthalb Jahren stößt er auf das Deutsche Hyperhidrosezentrum in München. In einem aufwendigen Eingriff Anfang diesen Jahres werden Clips an seinen rechten sogenannten Sympathikusnerv angebracht. Man setzt praktisch eine Unterbrechung, dass praktisch das Gehirn dem Fuß oder generell der schwitzenden Region kein Signal mehr senden kann, so, jetzt schwitzt du. So, das gibt es auf zwei Möglichkeiten. Einmal die Durchtrennung, wie es bei mir war, weil ich habe ihn durchtrennen lassen und dann werden an den Enden jeweils zwei Clips gesetzt, oder man tut das nur klippen. Wird der Nerv nur abgeklemmt, könnte der sich möglicherweise eine Brücke um den Clip suchen, wodurch die Körperstelle wieder zu schwitzen beginnt. Inzwischen hat Steve Pinter Unterstützung an seiner Seite. Partner Antonio kann er sich anvertrauen. Er ist der Mann, der mich begleitet, der zu mir steht. Und dann habe ich es ihm irgendwann gesagt und gemeint, ja, dann unterstütze ich dabei, egal welchen Weg du gehst. Ja, es ist schon schön, so eine Unterstützung zu haben, einfach weil es auch psychisch dann einfach ein leichterer Weg ist. Und auch seine Operation zeigt Erfolg. Der Fuß ist trocken, ich kriege endlich Hornhaut, der Fuß ist nicht mehr wund, ich kann endlich laufen, ich kann endlich rechts ohne Socken laufen. Und es ist unglaublich, ein unglaublich schönes Gefühl einfach. Am 6. Juli hat er seinen zweiten Eingriff, diesmal für den linken Fuß. Ob und wann er sich auch den Bereich für die Achseln operieren lässt, weiß er noch nicht. Immerhin wird 2021 für Steve Pinter der erste Sommer sein, in dem er schwitzfrei und gefahrenlos auch mal Flipflops tragen kann.